Ich grüße euch, liebe Dampfer, Dampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Endlich, endlich mal wieder ein neues Video. Kommt mir schon wieder vor, als wäre das 3 Jahre her. Ich mache gerade eine Weiterbildung zum Webentwickler. Das ist ein Kurs, der geht über 9 Monate. Und ich dachte, gehst da hin, ein bisschen Däumchen drehen und am Ende kannst du programmieren. Ganz so ist es nicht. Du musst dich halt wirklich dahinter klemmen, wenn du danach damit auch was anfangen willst. Dadurch wird jetzt immer mal so eine Lücke entstehen, so beim Uploadplan. Also ein täglicher Upload wird nicht mehr stattfinden in nächster Zeit. Aber ich werde auf jeden Fall immer mal wieder ein Video machen und habe jetzt auch wieder so viel zu Hause, dass ich eigentlich gezwungen bin, wieder eine Menge Videos zu machen. Heute kommen wir zu Vape Street. Was ist das? Wer ist das? Ist eine Firma, die aus Deutschland kommt, aus Brandenburg, genauer gesagt aus Teltow, also knapp unter Berlin. Hatten früher so ihre Hochphase, wo sie ihre Geometrics-Serie rausgebracht haben. Die, die schon ein bisschen länger dampfen, die kennen die auf jeden Fall, sind so diese, ja, eigentlich fruchtigen Aromen, die so diesen Tierkopf auf der Verpackung haben, der so irgendwie geometrisch gezeichnet ist, irgendwie so in diese Richtung. Jetzt haben sie mich angeschrieben, weil sie eine neue Tabak-Serie haben. So sieht das Ganze aus. Design können sie auf jeden Fall. Das ist so dieses hier. Sind 4 Sorten, hier oben noch mal ein bisschen Text, und das sind die 4 Sorten. Wir fangen heute an mit dem klassischen Tabakaroma, also mit dem Classic Luxor. Kostet 10 Euro, ist ein Longfill-Aroma, das heißt, ihr habt hier 10 Milliliter Aroma drin und füllt das mit Base und gegebenenfalls Nikotin auf. Ich habe das Ganze mit 2 Nikotinshots aufgefüllt, damit bin ich bei 6 Milligramm und habe das einfach mit 50-50 Base bis oben hin aufgefüllt. Reifezeit ist hier ja ein paar Tage angegeben, das ist aber eins aus der Reihe, die könnt ihr sofort dampfen. Also ich habe die angemischt und irgendwie paar Stunden später oder einen Tag später gedampft, und es wird noch mal ein bisschen runder über die Tage. Es ist aber schon quasi ja ziemlich zeitnah dampfbar, was für ein Tabakaroma auch nicht selbstverständlich ist. Muss erstmal wieder so in diesen Redefluss reinkommen. Beschrieben wird es als klassisch vollmundiger Tabakgeschmack. Ich war mir am Anfang ziemlich sicher, dass das so ein natürlich extrahiertes Tabakaroma ist. Ich habe aber nirgendwo eine Info darüber gefunden. Also denke ich mal, dass sie das irgendwie mit Lebensmittel oder mit künstlichen Aromen gemacht haben. Und wenn es so ist, dann muss man sagen, wirklich Hut ab, weil das ist wirklich so authentisch getroffen, finde ich ziemlich gut. Vollmundig ist es auf jeden Fall, ist auch ein sehr, sehr intensives Aroma. Also vielleicht kennt ihr das hier, was ich ja auch ziemlich gut fand, von... Ja, das ist auf jeden Fall so ein natürlich extrahiertes Aroma. Das ist nochmal doppelt so intensiv. Aber ich denke mal, also für die, die das kennen, das ist so ungefähr das Doppelte von der Intensivität her. Aber bei dem, ich würde sagen, so die wirklich sehr viel Tabak dampfen, die können das locker auf das Doppelte strecken, weil es schon sehr intensiv ist. Ich finde es von der Intensivität aber so wirklich auf dem perfekten Level, weil ich das sehr viel im Pod-System benutze. Und da hat es halt einfach schön was Würziges, was Vollmundiges. Und da es so abgerundet ist, passt es so von der Intensivität auch. Bei mir ist es so, wenn Aroma intensiv ist, dann muss es schon wirklich sehr abgerundet sein, weil ansonsten wird das schon penetrant und ekelhaft. Hat auf jeden Fall eine rauchige Note mit drin. Ich würde sie aber der Karamellnote mit zusprechen. Also da ist so eine Mini-Karamellnote mit drin. Die nehmt ihr so beim Dauerdampfen immer weniger wahr. Sie ist aber vorhanden und ist nicht so eine klassisch süße Karamellnote, sondern wirklich eher ja sowas wie, wenn du irgendwo... ja, Karamell-Popcorn riechst und da hast du so diesen Karamellgeruch in der Nase, so ein bisschen in die Richtung geht es. Keine Süße bei dem Karamell, eher nochmal sowas, was das Ganze ja abrundet, vollmundiger macht. Der Tabakgeschmack, den würde ich so beschreiben, wie wenn du eine Schachtel Kippen aufmachst und dran riechst. Du hast dann irgendwie so einen, ja, so einen leicht parfümierten Tabakgeruch in der Nase, und so ungefähr schmeckt das. Weil das ist ja nie so, wenn du dann die Kippe anzündest, dass du den Geschmack hast, wie wenn du dran gerochen hast. Aber so in etwa schmeckt es. Also habt ihr eine wirklich schöne Tabaknote, die ich sehr gut getroffen finde, die wenig Süße mit drin hat, also wirklich nur minimal. Nicht mal erwähnenswert, aber halt wirklich schön vollmundig rauskommt. Schöne finde ich auch, du hast so am Ende
im Mund, auf der Zunge hast du immer noch so ein bisschen so diesen Tabakgeschmack drin. Halt wie wirklich, wie wenn du an der Schachtel Kippen riechst. Das finde ich sehr angenehm und halt dieses Rauchige würde ich halt wirklich fast dieser Karamellnote mit zusprechen und die ist halt wirklich nur da, um das Ganze abzurunden. Hat so einen Aromanteil, die Karamellnote von, ich würde mal sagen, 10-15%. Ganze Aroma finde ich sehr, sehr gut gestaltet. Ich hätte halt fast darauf schwören können, dass es natürlich extrahiertes ist, aber scheint es nicht zu sein. Und dafür muss ich auf jeden Fall den Hut ziehen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die anderen werde ich euch noch vorstellen. Ja, und ich würde sagen, das war's. Ich muss erstmal wieder in diesen Redefluss reinkommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare unten rein, falls ihr das selber ausgetestet habt. Dann könnt ihr anderen nochmal ein Feedback geben, die jetzt überlegen, ja, hole ich mir das, hole ich mir das nicht. Da könnt ihr nochmal so ein bisschen eure Meinung wiedergeben und schreibt mal euer Lieblings-Tabak-Aroma oder Liquid mit rein. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Einen wunderschönen Tag euch noch und das war's. Bis dann.